Okay, Norbert, Achtung. Oh, ah. Ah. Ha, ha. Hey Leute, ich bin Jimmy, der Praktikant bei Zoo Zayak hier in Duisburg. Und wir haben die einmalige Chance, alle Tiere in Norberts Welt kennenzulernen und auf alle animalischen und absurden Fragen eine Antwort zu bekommen. Hey Leute, cool, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Norberts Welt. Ich laufe seit einigen Tagen an diesem Regal hier vorbei und hier gibt es Ferret Harness Leads. Das sind Leinen für Frettchen. Und ich stelle mir die Frage, ob es wirklich notwendig ist, dass man mit Tieren wie Frettchen spazieren geht. Ihr kennt vielleicht alle Videos, wo Leute mit Nasenbären spazieren gehen oder Alligatoren oder sogar Katzen. Und Kaninchen habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Ob das wirklich notwendig ist, wird der Norbert uns jetzt verraten. Also rüber. Norbert? Einen wunderschönen guten Tag. Ach, hallo, Jimmy, heute auch schon nach. Warum geht man mit Frettchen spazieren? Ja, die Frage klären wir nachher erstmal. Ich würde sagen, wir gehen erstmal nach den Frettchen und dann klären wir, mit wem wir spazieren gehen. Mit Jimmy oder den Frettchen. So, da haben wir unsere Neuankömmlinge und die lassen wir jetzt gleich erstmal frei auf unserer ultimativen Spielwiese, damit die hier ein bisschen Spaß haben, während wir über Frettchen reden, oder? Ja, ich würde auch sagen, du setzt dich da rein und spielst mit der mit, dann seid ihr alle unter Gleichgesinnten. Das wäre ja mal richtig spannend, denke ich mal. Und jetzt soll ich das hier einfach rausheben und einfach die... Ah, guck mal, die sind schon süß, ne? Gerade so ein bisschen so wie bei Gladiatorenkämpfen, dass ich Angst habe, dass sie sich gleich alle miteinander streiten. Lass die Tiere frei. Ja, genau. Und jetzt den Praktikanten da rein und dann wird's spannend. Ja, die sind natürlich vorsichtig, ne? Das ist also, ein Frettchen ist ein Raubtier. Ja. Und ein Raubtier ist ja vorsichtig, der schleicht sich ja an, der beobachtet Beute oder Möglichkeiten. Dagegen andere Tiere, Fluchttiere, würden da jetzt rausschießen und werden sofort weg und versteckt. Aber die untersuchen erstmal ihr ganzes Revier und gucken mal, wo gibt es was zu spielen, wo gibt es was zu fressen. Also erstmal die spannenden Dinge im Leben. Jetzt schlafen diese beiden Frettchen hier vorne so putzig. Schlafen die viel oder haben die einfach keinen Bock rauszukommen? Ja, die schlafen maximal 18 Stunden. Also so ungefähr 2 Stunden weniger wie Praktikanten. 2 Stunden mehr wie Hunde. Das heißt also, da hält sich alles im Rahmen. Nicht bei den Praktikanten, aber bei den Frettchen. Sind Frettchen denn nachtaktive oder tagaktive Tiere? Ja, ich würde also bei dämmerungsaktiv bis nachtaktiv mehr einschätzen. Wobei die alle 3-4 Stunden unbedingt fressen müssen. Aber oft schlafen sie ja neben ihrer Beute und werden wach und fressen dann weiter. Und wenn sie zum Beispiel sich ein Karnickel in der Natur gejagt haben, dann pennen die so lange in dem Bau, bis das Kaninchen ganz aufgegessen ist. Wobei die nicht ein Problem haben, auch mal über Tag geweckt zu werden. Wenn die irgendwas hören, was ein interessantes Geräusch ist oder Futter, was lecker ist, dafür stehen die gerne auf und kommen mal gucken, was da los ist. Wenn sich hier so Frettchen auf die Mappe geben, ne? Tun die sich nicht weh? Die beißen sich die ganze Zeit. Ja, also schnell tun die sich nicht weh. Einmal haben die ein sehr dichtes Fell, da kommt man nicht sofort durch. Dann haben die natürlich die Nerven ganz anders gelagert im Körper als wir. Wenn wir in der Haut gekniffen werden, tut das sofort weh. Absolut. Die haben gar keine Nerven in der Haut. Darunter kommt erst eine Fettschicht und darunter die Nervenzellen, die wehtun. Das heißt also, hier so leicht reinbeißen, das ist ganz stumpfes Gewebe. Da merken die nichts. Da merken die einen Druck oder so. Aber so schnell tut das denen nicht weh, dass die schreien. Die sind ja ganz still. Das ist nur toben. Das ist nur toben, okay. Also das ist jetzt nur toben. Die zoffen sich jetzt nicht richtig. Norbert, jetzt hast du ja hier diesen Frettchen rausgeholt. Jetzt sieht man erstmal diese großen Pfoten. Das ist ja richtig krass. Die haben richtig große Pfoten und diesen ganz langen Körper. Ja, das ist natürlich ein Tier, was sich total an sein Umfeld angepasst hat. Der braucht natürlich Krallen und kräftige Pfoten, um was wegzuräumen. Und dieser lange, gestreckte Körper, die sind ja jetzt noch jung, die werden natürlich ein Stück größer, damit er durch den Karnickelbau passt. Ja. Weil in der Natur ist seine Lieblingsnahrung Kaninchen. Und da muss er natürlich flott rein in den Bau, ne? Krass. Dann lass den Kollegen wieder zurück zu seinen Freunden, würde ich sagen. Ja? Ja gut, Jimmy, dann geht er rein. Auf gar keinen Fall.
Du wolltest doch zu deinen Freunden, oder nicht? Norbert, jetzt gibt der Kleine hier vorne aber ganz schön Vollgas. Der will diesen Püschel aber echt erlegen. Warum macht er das denn? Ja, da sind ja Federn dran. Das ist natürlich ein Spiel. Ein echtes Raubtier muss natürlich lernen, schon ganz jung zu kämpfen, zu töten, um was zu fressen zu haben. Ja, und wenn da Federn schon mal dran sind, dann denkt er, da ist ein Vogel und dann gucke ich mal, ob ich den kill. Aber der lässt auch nicht nach, ne? Ja, sag ich mal, wenn man nach dem ersten Versuch, der nicht so richtig geklappt hat, aufgibt, dann wird man auch als Frettchen nicht sehr alt werden, ne? Und wer wird schon so ein schmales, dünnes Frettchen sein? Also so ein dicker Bauch, ne? Der tut's aber auch, ne? Was sind Frettchen denn überhaupt? Frettchen sind also erstmal Marderartige. Okay. In der Natur kommen die nicht vor oder nur indirekt. Okay. Das heißt, das sind also Nachzuchten vom Iltis. Au, oh, Iltis. Also in der Natur heißt dieses Tier Iltis. Wir haben ja auch einen naturfarbenen irgendwo hierbei. Die anderen sind also Farbzuchten, die im Laufe der Jahre eben dann so gezüchtet worden sind. Immer so speziell Farben, die dann da rausgekommen sind. Ist der Marder genau das, was mein Vater immer unter der Motorhaube hat, wenn er schreit, alle Kabel wurden zerfressen? Ja, genau. Das wäre also der Marder. Das heißt, der Marder sucht natürlich im Winter sich auch gerne ein warmes Schlafplätzchen. Ja. Und da ein Auto ja relativ lange warm ist, klettert er dann unter die Motorhaube und legt sich hin und schläft. Ja. Und da dieses Gemisch von Motor, von Öl, von Kabel, von Benzin scheinbar den Marder gut riecht, dann knabbert er mal dran und dann schmeckt ihm das scheinbar und dann frisst er die ganze Kabel auf. Ne? Norbert, vielleicht solltest du es eher mit so einer Frettchenangel versuchen. Hier ja, steht auch Frettchen drauf. Ist ein bisschen sicherer für ein meine Finger. Sicherer. Aber wie wir jetzt sehen, sind die ja ganz schön, ich nenne es jetzt einfach mal aggressiv, die Kleinen. Ne? Also, ja, die sind ja noch Babys und die toben eben wie kleine Babys oder kleine Kinder machen. Aber gleichzeitig spielen die dann natürlich ernst. Wenn sie mal groß werden, dann müssen wir wissen, wie das funktioniert. Aber die haben schon noch einen harten Jagdtrieb, ne? Auch wenn es halt Haustiere sind. Ja, der Jagdtrieb ist natürlich da nicht ganz raus. Selbst unsere Hauskatzen, die wir ja kennen, wenn man nicht aufpasst, gehen die auch heute immer noch, obwohl sie schon seit zig von Jahren domestiziert sind, fangen die auch gerne noch ein Mäuschen oder einen Vogel. Ja. Und bei denen ist das eben noch nicht so weit. Da ist also noch der echte Jagdtrieb drin, obwohl sie schon seit vielen hundert Jahren in Menschenhand gezüchtet werden. Also ist das Frettchen ein reiner Fleischfresser? Ja, ein Räuber, ganz klar. Ein Räuber, so wie Löwe und Tiger. Allerdings, wie diese, fressen sie natürlich das ganze Tier auf und damit auch die Innereien. Die werden auch gerne genommen. Und da die sich meistens von Grasfressern, von Grünfressern ernähren, fressen natürlich die Innereien mit und haben dann die notwendigen Vitamine, die eben im Gemüse drin sein sollten. Norbert, wann wurde denn jetzt ein Raubtier, also dem Iltis, ein Haustier, also das Frettchen? Ja, also einmal ist er Raubtier geblieben. Und als die Römer so weiter Richtung Norden zogen und dann sahen die Kaninchen, die so auf unseren Wiesen alle waren und sie sehr schlecht zu kriegen waren, hatten einige die gute Idee, sich mal so einen Iltis zu fangen, ein Halsband umzumachen, eine schöne lange Leine dran und den durch den Karnickelbau laufen zu lassen. Da hat sich dann der Iltis dann die Kaninchen gefangen und dann hat man an der Leine den Iltis wieder rausgezogen und hatte das Kaninchen zum Essen. Und da dann natürlich angenehmer ist, mit einem Zahntier zu arbeiten, haben sie die gezüchtet, gezähmt und dann haben die dafür eben Kaninchen gefangen. Und diese Iltisse nach vielen Generationen wurden dann heute als Haustiere im Frettchen genannt. Aha. Aber jetzt müssen wir noch ganz kurz klären, wo genau finde ich denn den Iltis jetzt in der Wildnis? Also ja, der Iltis ist also ein Tier, was natürlich da lebt, wo er gut Beute machen kann. Am Waldrand, in verkrauteten Zonen, manchmal auch in Uferzonen, fängt sich auch gerne mal ein paar kleine Fische. Also überall, wo man Beute machen kann, findet man den Iltis. So im hohen Gebirge ist er eigentlich nicht, da ist es immer ein bisschen zu kalt. Und zu weit nach Norden geht er auch nicht. Also so, Norwegen ist dann nicht mehr seine Baustelle, so viel mehr hier, so die gemäßigte Breite. Also quasi, wenn man jetzt von links nach rechts schaut, Frankreich, Belgien, Holland, Deutschland, Polen, Tschechien. Ja genau, da sind wir genau richtig aufgehoben. Sehr gut, okay. Ja, und da die Römer natürlich keinen Obelix hatten, der immer Wildschweine gefangen hatte,
mussten wir sie einfach mit Kaninchen begnügen. Aber wir hätten doch und da haben die Älteste bei geholfen. Norbert, ich muss wirklich zugeben, hier herrscht ein reger Gestank. Ich möchte aber nicht übertreiben, weil ich sehr sensibel bin, was Gerüche angeht. Frettchen stinken. Was würdest du dazu sagen? Naja, stinken würde ich ja nicht sagen. Die duften halt ein bisschen kräftiger. Aber die riechen. Das ist also ein Raubtier und ein Raubtier riecht immer ein bisschen kräftiger. Okay. Das kennen wir, wenn wir im Zoo gehen, Tiger, Löwen, Puma-Käfig, die riechen auch, weil das Rohfleischfresser sind. Dies kann man natürlich ein bisschen einschränken, dadurch, dass man denen also zum Beispiel Frettchenfutter gibt, dann riecht das schon längst nicht mehr so. Dazu sollte man natürlich immer etwas Grünes geben, nicht nur das Trockenfutter oder auch mal ein bisschen rohes. Ein Küken oder so Geflügelfleisch riecht auch nicht so kräftig wie zum Beispiel Muskelfleisch. Mhm. Dann wäre natürlich auch wichtig, dass man die Tiere kastriert. Das gibt natürlich auch einiges an Geruch. Aber was man nicht vergessen soll, die haben natürlich eine Analdrüse und jedes Raubtier hat sein Revier. Und das wird natürlich mit der Drüse markiert, damit der Kollege weiß, hallo, hier darfst du nicht weiter, hier wohnt schon jemand. Und das gibt natürlich ein klein wenig Geruch. Aber das mit der Analdrüse habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wie funktioniert denn eine Analdrüse? Für mich klingt das immer so, als würden die furzen. Ja, aber eigentlich spritzen die da also schon eine Flüssigkeit ab, die also schon ätzend riecht. Jeder kennt ja zum Beispiel das Stinktier. Der kann das natürlich perfekt, aber so, die sind überhaupt nicht verwandt mit Stinktieren. Aber dann mit der Duftnote verbreiten, das haben sie wohl von denen gelernt. Aber es ist kein Durchfall, der hinten rausfliegt. Auf gar keinen Fall. Durchfall sieht ganz anders aus. Okay, Norbert, kommen wir also zu meiner Anfangsfrage, ob es denn wirklich schlau ist, mit Frettchen spazieren gehen zu müssen. Also ich würde mal versuchen, mir die Frage selbst zu beantworten. Also die Tiere sind echt aktiv, sind schnell gelangweilt, brauchen saumäßig viel optisches Zeug zum Sehen. Und also bewegen sich auch sehr, sehr viel. Ich würde fast sagen, dass man mit denen spazieren gehen sollte sogar. Ja, da hast du richtig recht. Also ist genau das Gegenteil von einem Praktikanten. Und man sollte die auch täglich bewegen und täglich spazieren gehen, was bei dir ja nie der Fall ist. Nee, also das mache ich nicht. Aber ich überlasse die Aufgabe gerne den Frettchen und deren neuen Besitzer. Da kommt ja immer auch nur samstags, ne? Deshalb, ja. Also, das war's schon wieder, Norbert. Also, ja. Mein Wissensdurst ist gestillt. Wenn ihr noch Fragen habt, hier unten in den Kommentaren sofort. Auf alles gibt dieser Mann eine Expertisenantwort sondergleichen. Ich bemühe mich. Wir bleiben am Ball und wir sehen uns. Ade. Tschüss. Tschüss. Macht's gut. Jo. Bis später. Jo. Tschüss. So Leute, während ich hier Frettchen an den Angeln habe, habt ihr die Möglichkeit, weitere Fragen zum Thema Frettchen hier unten in den Kommentaren zu stellen. Ansonsten den Kanal abonnieren nicht vergessen, die Glocke direkt mit da machen, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und die letzten beiden Videos hier unten waren mindestens genauso interessant wie dieses hier. Wir sehen uns nächste Woche Samstag um 8 Uhr wieder. Macht's gut. Ciao.